Herzlich willkommen zum Review des Lightway Elementum 50 Liter Rucksacks. Ein Disclaimer vorneweg, dieser Rucksack hier wurde von meinem eigenen Geld gekauft und ihr hört hier meine eigene unverfälschte und unbeeinflusste Meinung. Kenner meines Kanals werden sich daran erinnern, ich hatte vor einigen Wochen schon einmal einen Lightway Elementum vorgestellt und das war das erste Video meiner YouTube-Karriere, was ich nach 2 Tagen offline genommen habe, weil zu meiner Schande muss ich eingestehen, damals hatte ich euch keinen Lightway Elementum gezeigt, das wusste ich aber nicht. Ich hatte ihn unter dem Namen gebraucht gekauft, sondern es hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass das ein 3FUL X-Pack war. Nochmal sorry an dieser Stelle. Heute geht's mit einem echten Lightway Elementum weiter. Das Review wird sich wie gewohnt in 3 Teile teilen. In einen ersten Teil technische Daten und Fakten, einen zweiten Teil meine eigene Erfahrung und einen dritten Teil Vergleich mit anderen Rucksäcken und ein abschließendes Fazit. Kommen wir zu Teil 1, technische Daten und Fakten. Den Rucksack gibt es in 4 verschiedenen Farben. Er wird in der Ukraine hergestellt und es ist ein sogenannter rahmenloser Rucksack. Was bedeutet das? Hier ist kein Metall drin, was irgendwie den Rucksack verhindert, dass er zusammenknickt. Dafür spart man sich halt das Gewicht. Die 50 Liter verteilen sich auf 37 Liter im Hauptfach. Wir haben hier hinten einen Meshbeutel, zusätzlich nochmal solche Gummizüge, um draußen was dran zu machen, in 2 große Seitentaschen und in 2 Taschen, die hier an den Schultergurten sind. Außerdem haben wir noch links und rechts an dem Hüftgurten ebenfalls noch einmal 2 weitere Taschen. Der Rucksack wiegt laut Hersteller 600 Gramm und wenn man die ganzen Gummizüge und so abmacht, das habe ich offen gestanden jetzt nicht ausprobiert, soll er sogar nur 500 Gramm wiegen. Ich habe ihn so wie er ist, also ungepackt natürlich, selber gewogen und bin anstatt auf 600 allerdings auf 635 Gramm gekommen. Ihr seht es hier, der Hüftgurt ist angenäht und ist deswegen nicht zu entfernen, um weiteres Gewicht zu sparen. Der Rucksack ist aus wasserdichtem EcoPack 200 Ultra Grit Material. Was bedeutet das jetzt? Jeder Hersteller hat ja da seine eigenen Namen. Wenn man genau hinschaut, sieht man hier tatsächlich so ein X-förmiges Muster auf dem Stoff. Und diese X-Sachen, die sind aus 210D und der Stoff selber ist aus 70D. Das Material selber ist wasserdicht. Ja, ihr seht aber hier, die Nähte sind nicht getaped. Das heißt, der Rucksack als Ganzes ist nicht wasserdicht. Der Rucksack hat einen Rolltopverschluss. Ja, was bedeutet das? Man rollt ihn hier oben so einfach 1-2 Mal zusammen, biegt das dann zu einem Kreis und verschließt es. Dann kann man noch oben drüber einen Riemen hier hinten einklipsen, einen Lastenkontrollriemen, der an dieser Stelle sitzen würde, hat dieser Rucksack hier nicht. Der Punkt wird später noch mal unter eigener Erfahrung wichtig. Der Hersteller gibt ein Tragegewicht bis 12 Kilogramm an und der Preis, Stand 2024, ist 249 Euro. Kommen wir zu Teil 2 des Reviews meiner eigenen Erfahrung. Also ich habe jetzt Schlafsäcke drin, um das einfach auszupolstern. Der Ersteindruck war tatsächlich beim Packen. Beim Packen fällt es sofort auf, vor allen Dingen, wenn man den Schlafsack reintut. Dieser Rucksack ist deutlich schmaler geschnitten, als ich das von sonstigen Rucksäcken gewohnt bin. Er fasst trotzdem relativ viel Volumen. Ja, man muss sich also darüber im Klaren sein, man hat einen sehr schmalen Rucksack, aber dadurch auch einen relativ hohen. Hüftgurt als auch die Schultergurte sind aus erstaunlich dünnem Material. Die lassen sich aber sehr angenehm tragen, sind relativ weich, sind aber nicht zu weich, als dass jetzt irgendwie bei größeren Lasten der Riemen sich hier schon drücken würde. Mir ist allerdings aufgefallen beim Schwitzen, dieser Stoff hier nimmt Feuchtigkeit auf. Das würde er also auch bei Regen machen.
Auf der Tour gefüllt mit 9 Kilo. 9 Kilo waren, also da war alles dabei. Ne? 2 Liter Wasser, Essen, YouTube und. Bis 12 ist er aufgelegt. Mit 9 lässt er sich hervorragend tragen. Ich habe zu keinem Zeitpunkt ein Gestänge da drin vermisst. Seitentaschen. Die Seitentaschen sind relativ geräumig, weil der Hüftgurt so kurz ist, sitzen die Seitentaschen relativ weit hinten. Ja, man kann sie im Prinzip einhändig bedienen. Jetzt gerade sind sie natürlich leer. Und wenn sie so sind, kann man sie auch einhändig wieder zuziehen. Allerdings, weil die am Ende geht das wieder ein ganz klein bisschen nach unten. Ich öffne das jetzt einmal ganz und ich garantiere euch, das ist jetzt nicht gespielt. Wenn man sie nämlich jetzt versucht zuzumachen, haken sie hier hinten fest. Ich bei meinem Bauch kann gar nicht rumgreifen. Das heißt, ich müsste den Rucksack jetzt an dieser Stelle tatsächlich ausziehen, um die Seitentaschen zu schließen. Man kann das dann mit viel Fummelei, kann man den Reißverschluss so ziehen, geht nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man den mit dem Fingernagel dann so Stück für Stück vorwärts schiebt, bis man so eine mittlere Position hat, ne, dann geht es wieder relativ gut. Das mit den Seitentaschen, ich habe mir dann einfach bei der Tour angewöhnt, die Seitentaschen immer nur maximal bis zur Hälfte zu öffnen. Die Seitentaschen sind relativ hoch, man kommt aber einarmig rein, kann dann so unter die Flaschen greifen, ne, etwas trinken. Und wenn man sie jetzt zurückstellen will, ich probiere es mal aus, es geht. Okay, Vorführeffekt, jetzt hat es geklappt. Ich kann euch sagen, wenn man das auf Natur macht und dabei müder und müder wird, je länger der Tag dauert, ich habe mich in diesen Gummibändern, die hier sind, diverse Male verfangen. Ich habe die auch gar nicht gebraucht. Wenn ich den Rucksack behalten würde, was ich so, by the way, nicht tun werde, dann würde ich tatsächlich darüber nachdenken, die Gummizüge hier an der Seite tatsächlich sein zu lassen. Das Material des Rucksacks macht einen sehr robusten Eindruck. Also so, dass man auch mal irgendwo hängen bleiben kann. Ne? Vielleicht jetzt nicht gerade in einem Stacheldrahtzaun oder so. Und ich hatte euch vorhin bei Technische Daten gesagt, das Material selber wird vom Hersteller als wasserdicht angegeben. Die Nähte sind es nicht. Das heißt aber schon, ja, dass der Rucksack so gut wie wasserdicht ist. Ein kleiner Regen hält ja auf jeden Fall aus. Und bei stärkerem Regen, ja, man sollte halt nichts Saugfähiges da haben. Ich persönlich habe aber, ich kann mit solchen so gut wie wasserdichten Rucksäcken mittlerweile sehr, sehr gut leben, weil mein wichtiges Gear ist innen drin sowieso in einem weiteren Dryback. Und auf einer Vieltagestour, ja, und umso mehr auch auf einer Eintagestour, stehe ich auf dem Standpunkt, ihr müsst in der Lage sein, euch mit ein bisschen Feuchtigkeit zu arrangieren. Weil, was soll denn schon passieren? Ja, die Haferflocken, das Müsli ist ja auch wieder alles einzeln in einem Kubenbeutel eingepackt. Das zieht dadurch kein Wasser und wird nass. Das Einzige, wo man echt aufpassen muss, ist das Schlafsystem. Das sollte trocken bleiben und das muss man dann durch einen weiteren Dryback, ne, oder als Billigvariante, ne, tatsächlich mit einer Plastiktüte vom Discounter lösen. Ich hatte euch bei Technische Daten gesagt, dass der fehlende Lastenkontrollriemen noch einmal wichtig wird. Und ich habe meine eigene Erfahrung, ja, meine Zuschauer gucken Filme, nämlich häufig nicht bis zum Ende. Deswegen habe ich jetzt die Erfahrung mit dem Lastenkontrollriemen, weil das etwas mit genau diesem Modell hier zu tun hat, etwas weiter nach hinten geschoben. Ich hatte euch gesagt, ne, die Breite des Rucksacks hat man direkt beim Packen gemerkt und ich habe nach der Erfahrung mit diesem Hüftgurt, der so katastrophal war, ne, wir wissen ja jetzt, es war ein 3FOL, hatte ich den Rucksack dann vor der Tour zu Hause auch einmal aufgezogen. Ich hatte ihn auf dem Rücken und ich habe sofort gedacht, boah, der ist aber wackelig am Rücken, ne? Da musst du unbedingt die Riemen festziehen. Moment, die Riemen sind aber gar nicht da. Und ihr werdet auch jetzt sehen, durch diese schmale Bauform, hatte ich euch ja gesagt, ist der Rucksack ziemlich hoch. Er ist sehr weit nach hinten weg. Das habe ich nämlich auch gemerkt auf der Wanderung, wenn ich mir den Regenponcho übergeworfen habe.
Ich bin nämlich diverse Male gar nicht über den Rucksack, weil der so weit hinten ist. Ich bin da gar nicht drüber gekommen. Also ich war kurz davor zu überlegen, ob ich zuerst den Regenponcho quasi ohne die Arme rauszustecken anziehe, ne, und den Rucksack darunter. Ja, das geht nämlich auch bei einem guten Regenponcho. Also das sind Sachen, da habe ich an den Lastenkontrollriemen, den habe ich hier wirklich vermisst. Das ist bei meinem Modell. Wieso denn jetzt nur bei meinem? Ich habe den Rucksack ja gebraucht gekauft und Lightway scheint auf diesen Mangel der Lastenkontrollriemen, dass der fehlt bei diesem Modell, das ist ein Mangel, muss ich wirklich so hart sagen. Lightway hat darauf reagiert. Ja, das aktuelle Modell von Lightway 2024, vielleicht auch schon 2023, hat nämlich einen Lastenkontrollriemen. Wie ist das jetzt zu bewerten? Ich finde es mega gut, ja, dass ein Hersteller bestehende Rucksackmodelle kontinuierlich weiterentwickelt. Ich bin mir sicher, die haben diesbezüglich Feedback bekommen. Und für euch ist es der wichtige Hinweis, dass ihr beim Gebrauchtkauf, ja, das erkennt man ja auf den Fotos, ne? Wenn man weiß, wo man hinschauen muss, sieht man das. Ihr erkennt das auf den Fotos, ob ein Lastenkontrollriemen da ist oder nicht. Ist er nicht da, rate ich euch von diesem Rucksack ab. Ist er da, kann man den Rucksack machen, ne? Aber das wird Teil des Fazits sein. Etwas anderes ist doof. Der Rucksack hier ist in der Größe M, 50 cm, und ich hätte L gebraucht. Was hat das jetzt für Konsequenzen? Das ist jetzt quasi eine Schwäche meines Reviews. Ich bilde mir aber ein, dass ich Rucksäcke so gut kenne, dass ich die Unterschiede quasi spüre. Na, und was ist jetzt der Unterschied? Es ist so, dass wenn man eine falsche Körpergröße hat, ne, im schlimmsten Fall, ich hatte damit gerechnet, okay, dann liegt halt auf den Schultern hier, ne, so ein bisschen Gewicht auf und dann verspannt man sich. Das war gar nicht, ja, das war super. Aber bei der Größe L wäre der Schultergurt an dem Rucksack etwas höher. 5 cm höher befestigt. Was hätte das für Konsequenzen? Der Rucksack würde nicht mehr ganz so weit nach hinten wegkippen, wie er das jetzt tut. Was lernen wir daraus? Wir haben es hier mit einem Rucksack zu tun, der relativ empfindlich auf eine falsche Rucksackgröße reagiert. Das sollte man wissen. Ja, nehmt das hier bei diesem Modell wirklich ernst. Und wegen dieser ganzen Wackelei würde ich euch im Ernstfall zu lieber einer Nummer größer raten. Kommen wir zu Teil 3 des Reviews, der Vergleich mit anderen Rucksäcken und ein abschließendes Fazit. Der erste Vergleichskandidat ist, sieht ziemlich ähnlich aus, ist auch aus dem Hause Lightway, und zwar ist das der Biggie 65. 65, der Namensgeber sagt schon, das heißt, ihr habt hier um ein 15 Liter größeres Volumen. Die Hüfttaschen sind noch ein bisschen größer, sie sind aber weiter nach vorne gerückt und diese Hüfttaschen, also ich werde darüber noch ein eigenes Review machen, über den hier, die lassen sich beim Biggie erheblich besser bedienen. Der Biggie hat auch von Anfang an hier oben einen Lastenkontrollriemen, ne? Wir merken uns aber, das aktuelle Modell vom Elementum hat das ja mittlerweile auch. Mehr Platz bedeutet auch mehr Material, bedeutet auch mehr Gewicht. Das Gewicht steigt von 600 Gramm auf 840 Gramm an. Der Preis steigt auch von 250 auf 330 Euro. Nächster Vergleichskandidat, mein ältester UL-Rucksack, und zwar der Zipex Arcowl. Das ist eigentlich ein ziemlich unfairer Vergleich, weil das hier ist ein rahmenloser Rucksack und der Zipex Arcowl hat einen Rahmen. Und jetzt, surprise, surprise, sie sind beide gleich schwer. Der Arcowl hat 10 Liter mehr Volumen, hat einen besseren Tragekomfort und das hat seinen Preis. Und zwar im wahrsten Sinn des Wortes. Der Arcowl ist vereinfacht gesagt 2,5 Mal so teuer wie dieser Rucksack hier.
Der Alkohol kostet bei Sipex $400, ne? Dann hat man aber noch den ganzen Spaß mit dem Import. In deutschen Shops habe ich ihn im Moment gefunden für 630 Euro. 630 Euro, ja, der hier kostet 250. Das ist jetzt schwer zu sagen. Wer ist in diesem Vergleich der Sieger? Es kommt drauf an. Es kommt nämlich darauf an, was euch wichtig ist. Ist es euch wichtig, überhaupt in den Ultraleichtbereich reinzukommen? Ja, dann ist dieser hier mit einem Einsteigerpreis dabei. Ist es euch wichtig, ne, den König der Rucksäcke zu haben? Dann werdet ihr zum Sipex greifen müssen. Der nächste Vergleichskandidat, der Mariposa 60 Liter von Gossamer Gear. Der Mariposa war der Rucksack, der hier an der Seite zwei solche Taschen hatte, ne, die kleiner waren, und hier eine richtig große, wo man so ein Zelt und so reintun konnte. Ja, der Mariposa ist deutlich schwerer als dieser. Er hat 10 Liter mehr, ne, das Gewicht steigt aber von 600 Gramm auf 900 Gramm. Das ist schon ganz schön viel. Der Mariposa hat allerdings das Feature, dass er hier diese Isomatte zur Rückenstabilisierung reinsetzen konnte. Er hat auch wirklich den besseren Tragekomfort, deutlich besser als dieser Rucksack. Und ihr habt, ne, weil die Isomatte dann außenliegend ist, dort die Möglichkeit, auch wenn ihr euch irgendwo mal hinsetzen oder hinlegen wollt, ne, direkt so eine, entweder so ein etwas dickeres Sitzpad, was dann halt nur so groß ist wie hier die Rückenlänge, oder von Gossamer Gear, da gibt es ja diese ultraleicht Iso Matte, die ist nur 0,3 mm dick, wiegt auch nur lächerliche 100 Gramm. Die hat man dann natürlich im Schnellzugriff. Wer gewinnt da jetzt den Vergleich? Das ist auch wieder schwer zu sagen. Es kommt drauf an. Worauf kommt es an? Der hier ist deutlich leichter, hat aber einen relativ schlechten Tragekomfort. Da bleibe ich bei. Auch die Lastenkontrollriemen, wenn der hier nochmal so genommen wird, das wird nichts daran ändern, dass der Rucksack immer noch ziemlich hoch ist. Ein abschließendes Fazit. Hat er einen Unique Selling Point? Ja, ich denke, er hat zwei. Und zwar ist das der schmale Schnitt und es ist der Preis. Hat er eine Red Flag? Ja, und zwar den schmalen Schnitt. Der taucht jetzt zweimal auf. Ja? Das heißt, ihr solltet euch das gut überlegen. Ist euch ein Rucksack wichtig, der schmal ist? Es gibt Sachen, wo ist das wichtig? Wenn man zum Beispiel auf einem Klettersteig ist. Ja? Für einen Klettersteig ist dieser Rucksack hier tatsächlich zum Beispiel auch besser als mein Sipex. Aus meiner Sicht haben wir es bei Rucksäcken mit insgesamt drei Preissegmenten zu tun. Und zwar so ein Einsteigersegment, da sehe ich die Rucksäcke von Nature Hike The Rock, da sehe ich auch die meisten 3FOL Rucksäcke, die haben auch einen teuren. Und Lightway besetzt sehr interessant preislich das mittlere Preissegment. Ja, zusammen mit Gossamer Gear, mit dem Mariposa, na, da muss man sich dann überlegen, was für einen besser geeignet ist. Na, und dann gibt es die Oberklasse, da würde ich dann die Sipex-Rucksäcke sehen. Für 250 Euro bekommt ihr also einen Rucksack, der sehr schmal ist, der etwas kippelig auf dem Rücken ist, der empfindlich auf Rückenlängen reagiert, der größtenteils wasserdicht ist, ja, ich würde es als wasserdicht bezeichnen, mit Seitentaschen, an deren Bedienung man sich gewöhnt. Man kann den Rucksack, das würde ich auch machen, ne, noch leichter machen, indem man hier die Gummizüge teilweise oder sogar ganz weglässt. Ich finde, er hat eine ansprechende Optik und er ist vergleichsweise leicht. Ich denke also, Lightway hat als ukrainischer Hersteller hier ein sehr interessantes Modell mit Stärken, mit einigen Schwächen ins Rennen geschickt. Ne? Und ihr müsstet euch jetzt selber darüber Gedanken machen, ob es dieser hier ist. Ich würde euch raten, das Review vom Biggie 65 sich ebenfalls anzuschauen. Für mich selber ist klar, ich werde bei meinem Sipex bleiben. Ja, ich brauche das nicht wirklich, dass er
er so schmal ist. Ich war mit dem Z-Pex ja auch schon auf Klettersteigen. Ja, für mich ist das in Ordnung. Schreibt ihr doch mal in die Kommis, wie ihr diesen Elementum findet. Hat ihn vielleicht einer schon und hat eigene, vielleicht bessere, vielleicht schlechtere Erfahrung? Lasst uns darüber diskutieren. Ansonsten hat mich gefreut, wer bis jetzt dran geblieben ist. Bis zum nächsten Mal. Euer Felix.